Richtig, der Schwarz ist morgen wieder da. Okay, dann können wir das heute leider nicht zu Ende machen. Dann werden wir uns jetzt mal um Olaf kümmern. Olaf. Olaf ist bestimmt wieder essen, oder? Der ist auch weit weg von zu Hause. Olaf. Der Junge, der treibt sich auch immer noch. Da! Mein Platz! Warte. Jung. Das ist wie Rallye Monte Carlo fahren. So, Olaf, hier warst du eben auch. Na dann, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Albern. Da! Es leuchtet doch groß auf. Du versteckst dich also! Er will nicht. Er ist nicht willig. Ach, Menno. Was machst du da? Das ist doch keine Karotte. Oh, er bläst schon wieder seine Karotte weg. Lupf! Ach komm, wir reden. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Oh, hallo, Andrina! Weißt du noch, wie du und die gute Fee mir dabei geholfen habt, 100 Stöcke zu finden? Ja, warum ging es da? Das wirst du gleich erfahren. Ich brauchte sie für ein streng geheimes Projekt, von dem niemand etwas weiß. Augenblick mal. Weißt du etwas über mein streng geheimes Projekt, von dem niemand etwas weiß? Sind dafür eine Menge. Jetzt würde ich ihn ja verwirren, ne? Nein, ich habe große Angst, es herauszufinden. Komm, wir machen. Sind dafür eine Menge Stöcke erforderlich? In der Tat, ja. Ich kann endlich verraten, dass ich die letzte Woche damit verbracht habe, aus den 100 Stöcken 10 robuste Stühle zu bauen. Oh, prima, die werden nützlich sein. Was? Das war's, Stühle? Oh nein, die werden nützlich sein. Wir sind ja positiv gestimmt. Einen wunderschönen guten Abend, Sabinchen. Das denke ich auch. Stühle können für so viele Dinge verwendet werden. Man kann darauf sitzen, sich darauf stellen, um hohe Regale zu erreichen. Ja, und sie für eine Deckenfestung verwenden, an einem Rentier als behelfsmäßigen Schlitten befestigen. So viele Möglichkeiten, ehrlich gesagt, überfordert mich das ein bisschen hier. Warum entscheidest du nicht, was damit geschehen soll? Ich habe jetzt 10 Stühle bekommen. Auf Wiedersehen. Tschüss! Okay, das ist jetzt, das haben wir denn jetzt erledigt. Ich bin sehr stolz, Besitzer von 10 neuen Stühlen zu sein. Das mit der Magie können wir leider noch nicht machen. Ich würde sagen, der beißt in den Busch. Also ich würde sagen, da ich nicht, also meine Vermutung ist ja, wenn wir mit Bell, ich will nicht mit dir, wir machen das jetzt, nein, nein. Warte mal, können wir das mal hier einmal, dass du mir nicht mehr, ja, du brauchst mir nicht winken, ich kann dir leider nicht helfen. Ich glaube, ich muss für Bell ja durch eine Tür gehen, ist das richtig? Damit wir unsere Bell starten können. Also die drei hier unten waren schon. Die hatten wir schon. Die hatten wir schon. Oder? War das nicht so? Ich weiß nicht, welche wir schon hatten. Ich habe mir das nicht gemerkt. Oh, da! Die Rose! Oh, ist das geil! Warte mal. Das ist ein schönes Bild.
Nein, da sollst du nicht drauf drücken. Warum hast du jetzt da drauf gedrückt? So. So. Also, wir sollen zahlen 12.500. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel haben. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Haben wir. Hier drinnen liegt eine Bibliothek und eine Geschichte so alt wie die Zeit. Nun, nur du kannst dein Dreamlight benutzen, um diese Tür zu öffnen. Lass uns die Tür öffnen. Unglaublich, du hast das Reich von die Schöne und das Biest freigeschaltet. Danke, sehr toll. Erkunde das Reich von die Schöne und das Biest. So haben wir. Warte, Bild. Groß, breit. Oh, ich finde das so geil, ne? Das sieht so schön aus. Ah, warum? Warte mal. Können wir mal so? Nee, so, so. Kann die auch mal freundlicher gucken? Oh Gott. Einfach freundlich gucken, Mädchen. Ah, vergiss es. Guck einfach wie immer. Nur ein bisschen den Mund öffnen. Nur ein bisschen. Oh Gott. Es ist wirklich, ja, sie schielt. Es ist egal. Egal, was wir tun, sie schielt. Ist so. Sie guckt so ernst, wie ich es nicht möchte. So. Fertig. So, nun gehen wir rein. Auf geht's zu Belle und dem Bee. Okay, ja, ich glaube, die meisten... Hallo, Jason. Ja, lurk ein bisschen und ruh dich aus. Der Gesichtsausdruck ist klasse. Ja, es ist typisch ich, also... Also, die Geschichte um Belle und die Schöne und das Biest, glaube ich, sind die meisten bekannt. Brauchen wir nicht. Dieser Kerzenständer, wenn du darum gebettelt hättest, das finde ich einen geilen Kerzenständer. Aber nicht dieses komische, rostige Teil. Oder der da hinten. Na, da sind die gleichen. So. Ah, ich liebe ja sowieso. Also, Schön und das Biest, ich liebe es ja, ne? Oh. Ein Irrgarten. Ein Irrgarten. Den bekommen wir auch noch, hoffe ich. Ja, ich auch. Das hoffe ich auch. So, gehen wir erst die Treppe oder gehen wir erst da hinten lang? Ich glaube, da leuchtet ein Buch. Ich glaube, wir gehen mal zu dem Buch. Da leuchtet es so schön. Ich kann leider die Bilder nicht so zeigen, die da an den Wänden. Okay. Oh, es haut ab. Er hat einen Schlüssel. Der Löwe hat einen Schlüssel. Oh, da ist eine grüne Kiste. Oh oh, das Buch verführt uns. Böse Wege zu gehen. Was ist denn hier los? Warum fliegen hier überall die Bücher herum? Oh, kennen wir uns? Konzentrieren wir uns auf die Bücher. Ich bin hier, um zu helfen.
Danke. Ich fürchte, dieser Sturm fliegender Bücher ist ziemlich schwierig. Das ist eine gute Art, die Situation zu lesen. Ich bin Experte im Umgang mit Büchern. Ich fand vorher schon einige Bücher schwer zu lesen. Das ist eine gute Art, die Situation zu lesen. Du magst auch Wortspiele? Oh, ich würde gerne mal mit dir darüber plaudern. Aber jetzt hilfst du mir, sie einzufangen? Sobald wir alle fliegenden Bücher eingesammelt haben, werde ich dir alles erklären. Okay. Natürlich, ich renne jetzt hier rum und fange die fliegenden Bücher. Eins noch, wo bist du? Komm her, du. Ging doch, wie sie going. Ich meine, da fliegen noch mehr, aber... 5 Stück? Nicht schlecht. Komm, bevor wir so weiter quatschen, gucken wir uns mal ein bisschen... Eine riesige Bibliothek. Und der Kronleuchter. Oh. Können wir hier aus dem Fenster gucken? Ich will mal... Oh, guck. Oh, guck dir mal diesen Kamin an. Oh. Oh. Oh, wow, wow. Bücherstapel wieder für mein Lesezimmer. Ist das dieser hässliche Kerzenleuchter, den du haben wolltest? Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Alles nice. Ja, ich glaube, das ist der. Ich glaube, das ist der, den wir haben. Okay. Hier ist die Tafel nicht gedeckt, was auch immer das bedeutet. Wir werden sehen. Komm, wir reden mit Belle. Oh, sieht sie nicht hübsch aus? Ich finde sie so hübsch, ne? Wir geben ihr die 5 fliegenden Bücher. Hallo, liebe Grit, du kommst ich bin pünktlich. So froh, dass wir uns unterhalten können. Du hast einige der Bücher erwischt. Schau, der Rest fällt herunter. Au. Oh, oh. Danke, dass du geholfen hast, den Büchersturm zu beenden. Für eine alte Freundin tue ich alles. Das war einfach nur ein ganz normaler Tag im Dreamland Valley. Wie kam es dazu? Komm, für eine alte Freundin tue ich alles. Oh. Alte Freundin? Es ist seltsam. Ich habe das Gefühl, wir sind uns schon einmal begegnet. Die Wahrheit ist schwer zu erklären und noch schwerer zu glauben. Für den Moment vertraue einfach darauf, dass ich dir helfen werde, die Dinge zu verstehen. Hallo Proxima! Ich sehe noch nichts am TV, Werbung und Laptop. Oje, oje, oje. Ich bin mir nicht sicher. Das Biest und ich hatten eine Meinungsverschiedenheit. Er bat mich, nicht mehr in den Westflügel zu gehen. Aber es gab dort etwas, das ich sehen wollte. Wie hat das die Bücher zum Fliegen gebracht? Oder ihr beide solltet über Grenzen reden? Oder ich hätte dasselbe getan. Also, ich bin ja von Haus aus ein sehr neugieriger Mensch. Weiß meine Neugier aber zu zügeln. Wenn man mir sagt, das darfst du nicht tun, dann ist das so. Also fällt die erste Antwort schon mal flach. Wie hat das die Bücher zum Fliegen gebracht? Ich hätte gern das letzte genommen, weil das meine Meinung ist, aber ich nehme die Mitte, die goldene Mitte. Hallo Olli! Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war. Ich glaube, es muss etwas anderes gewesen sein. Was ist dann passiert? Wir stritten uns, dann ging ich und kam hierher, um etwas zum Lesen zu finden. Aber kaum hatte ich mein Buch aufgeschlagen, flogen alle Bücher wie ein Sturm aus den Regalen. Ich glaube,
Nicht, dass das etwas mit der Verwünschung des Schlosses zu tun hat. Ich glaube, es muss Dreamlight-Magie sein. Der Sturm der Bücher spiegelte deine Gefühle wieder. Oh, oh. Dreamlight-Magie? Davon habe ich ja noch nie gehört. Aber das Biest hat sich am meisten aufgeregt. Er hat sich im Westflügel eingeschlossen und will niemanden hineinlassen. Ja, Bell, Grit, Bell, ich liebe Bell, ich liebe... Ich weiß, ich habe schon tausendmal gesagt, egal, egal. Wir können ihn freundlich darum bitten, lass ihn uns austricksen, damit er die Tür aufschließt. Nein, ich werde die Tür eintreten, auch nicht. Wir können ihn freundlich darum bitten. Das habe ich schon versucht, der antwortet mir nicht. Dann werde ich versuchen, mit ihm zu reden. Ich glaube nicht, dass er dich hineinlässt. Gibt es einen anderen Weg in den Westflügel? Nun, als ich das erste Mal im Schloss ankam, sagte Lumière etwas über einen Geheimgang in der Bibliothek. Ich habe ihn nie gefunden, aber du könntest in der Bibliothek danach suchen. Ich werde diese Bücher wieder in die Regale räumen. Du hattest mich schon beim Geheimgang? Ach so. Ich werde mich sofort auf die Suche machen. Vielleicht findest du ein Buch mit Beziehungstipps. Ja, könnte jedem mal ganz gut tun. Du hattest mich schon beim Geheimgang, würde jetzt... nein, ich nehme die goldene Mitte. Oh. Vielen Dank. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Bitte komm zu mir, wenn du den Geheimgang in der Bibliothek gefunden hast. Du solltest vielleicht bei der Rollleiter in der Ecke nachsehen. Neulich habe ich dort einen kalten Luftzug gespürt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Guck mal, eben war der Tisch definitiv noch leer. Ich bin... Wir haben ein Holz gefunden. Das ist toll. Bei der Leiter. Bei der Leiter. Da ist ein Leiter. Da ist ein Leiter. Oh, guck mal, wir haben noch mehr gefunden. Und da leuchtet auch was. Ich lebe, heb das jetzt alles auf, ist alles meins. Noch ein Holzstück, siehst du? Ich sollte das vielleicht noch nicht einsammeln, ne? Bei der Leiter. Interagieren. Oh. Also müssen wir da jetzt, da fehlen also noch drei Dinge. Ah, ja. Zeige mir, glitze doch mal. Ich will es haben. Hier glitzert noch was. Zack. Da ist noch ein Holz. Und hier. Ich glaube, ich habe alles. Wow. So. Also, noch ein Rad. Und noch zwei Hölzer. Et voilà. Juhu, Bell. Tada, genau. Du hast den Geheimgang gefunden? Das ist wunderbar. Hinter einem Bücherregal ein wahrer gewordener Traum. Es hat ewig gedauert, ihn zu finden. Ich wette, es ist wirklich staubig da drin. Das bin ich. Wir nehmen den ersten. Hinter einem Bücherregal ein wahr gewordener Traum. Es ist so aufregend, nicht wahr? Wie in einem Krimi. Lass uns nach dem Biest sehen. Ich denke, ich sollte hier bleiben. Er ist immer noch wütend auf mich. Aber du bist eine Fremde. Es wird ihm nicht gefallen, wenn eine Fremde in sein Zimmer ist. Sogar das Personal geht selten dort hinein. Ich könnte mich wie eine von ihnen kleiden. Ich habe keine Angst vor dem Biest. Ich werde mich als Herr von Unruh verkleiden. Sehe ich aus wie eine Uhr oder was? Nein, ich habe keine Angst. Oder ich könnte mich wie eine von ihnen kleiden.
Auf diese Weise könnte er denken, ich sei jemand vom Personal. Es ist ziemlich dunkel da drin. Ich schätze, es könnte funktionieren. Ich habe früher oft genäht, wenn mein Vater etwas für seine Erfindung brauchte. Mit ein paar speziellen Gegenständen könnte ich sicher ein Kostüm für dich schneidern. Mal sehen, wir brauchen Kerzen, Kerzenhalter und einen goldenen Vorhang aus dem Schloss. Wenn du das Schloss durchsuchst, findest du sicher, was wir für eine Verkleidung brauchen. Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Schlosskerzen, 4 Stück. Also, hier haben wir schon eine. Kann ich die einfach mitnehmen? Ja, ich kann die einfach mitnehmen. Okay, eine Kerze haben wir schon von 4. Was haben wir hier? Den goldenen Vorhang. Kerzenständer des Schlosses. Hatten wir doch hier auch der da, ne? Kann man den nicht mitnehmen, den da? Okay. Haben wir hier noch was? Guck mal, wie hieß die? Hieß die Madame, ich weiß es nicht mehr, wie sie hieß. Ja, Belle ist voll süß, ne? Okay, hier drinne finde ich, glaube ich, nichts mehr. Müssen wir wieder rausgehen, ne? Das ist natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Hier kommen wir... Ach, wir verlaufen uns. Ich sag's euch. Oh, ich komme hier in den Garten. Soll ich rausgehen? In den Irrgarten. Oh, Keller. Da kommen wir nicht rein. Okay. Ist noch eine Kerze? Tada! Geht doch. Kerzenständer des Schlosses. Oh, guck mal hier. Eine Seite mit ordentlicher Schreibschrift, die aussieht, als würde jemand eine Geschichte schreiben. Der Mann aus Stein und die junge Frau gingen tiefer in die Wälder. Sie waren wahrhaftig frei und jagten fortan gemeinsam den Abenteuer hinterher. Ende. Okay, wir haben das Ende der Geschichte gefunden. Wir haben das Ende der Geschichte. Ist das das? Oh, den Großen haben wir noch nicht. Wir haben nur dieses kleine Pupselding. So, noch eine Seite von der Geschichte. Als der Mann aus Stein die biestige junge Frau sah, begann er zu weinen. Er hatte versucht, sie vor den Dornen zu warnen. Aber sie heulte vor Freude, zerschnitt die Dornen, bis er frei war. Oh. Wir müssen heute auch noch mal irgendwie einkaufen. Aber das ist immer eins nach dem anderen. Noch mehr Geschichte. Als der Mann aus Stein die biestige junge Frau sah, begann er zu weinen. Er hatte versucht, sie vor den Dornen zu warnen, aber sie heulte vor Freude und zerschnitt sich die Dornen, bis er frei war. Das haben wir doch gerade gelesen. Das ist doppelt gemoppelt. Die erschöpfte junge Frau schlief in ihrem Haus mit den brennenden Wunden ein. Als sie erwachte, war sie verwandelt. Was ist das hier? Oh nein. Oh oh. Das ausgraben? Darf ich hier graben? Nein, darf ich nicht. Darf hier leider nicht graben. Also hier draußen finden wir tatsächlich nur den einen Kerzenständer. Oh, die eine Kerze. Also wir werden bestimmt nochmal hier raus müssen, um die Geschichte da in einer richtigen Reihenfolge zu kriegen. Gut. Von da kamen wir, glaube ich. So. Also der Löwe hat hier den einen Schlüssel. Den brauchen wir. Auf Sicht. Hier kommen wir nicht rein.